So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video an einem sonnigen, aber scheißkalten Sonntag. In ein paar Stunden haben wir diesen Sonntagabend noch mit einem NBA-Spiel, das uns ein bisschen verwöhnen kann. Geht los mit den Grizzlies gegen die Timberwolves und danach auch noch auf dem Doubleheader auf The Zone Lakers gegen die Heat. Und die Spiele schauen wir uns mal an. Die Grizzlies, eine der positiven Überraschungen bisher in der Saison, haben ja letztes Jahr richtig katastrophal abgeschnitten, aber man darf nie vergessen, wer vielleicht auch noch nicht so lange dabei ist, dass die getankt haben, bedeutet in der NBA-Sprache absichtlich Spiele verloren haben, um eben einen hohen Draft-Pick sich zu sichern, und das haben sie auch gemacht. Und zwar haben sie den Rookie Jackson geholt und der spielt wirklich bisher eine gute Saison. Mike Conley ist von seiner Knieverletzung auch wieder erst stark zurück. Hier sieht man 19 Punkte, 5 Assists und seine Stärken liegen ja vor allem in der Verteidigung. Genauso wie bei Marc Gasol, der mit 18 Punkten und 9 Rebounds eigentlich da anknüpft, wo er die ganzen letzten Jahre schon gewesen ist. Also, mag im Hinblick auf die letzte Saison eine kleine Überraschung sein, dass die jetzt mit eigentlich mit gutem Vorsprung in den Playoffs sind, 9 Siege, 5 Niederlagen. Und auf der anderen Seite haben wir die Timberwolves, die bisher eine enttäuschende Saison spielen und noch dazu ihren Starspieler getradet haben. Jimmy Butler mittlerweile bei den Philadelphia 76ers, gestern auch erfolgreich mit einem Buzzerbeater. Und im Gegenzug gab es mit Robert Covington und Dario Saric auf jeden Fall zwei Spieler, die den Timberwolves helfen sollte, so in Anführungsstrichen im Win-Now-Modus zu bleiben. Bisher haben sie den Abgang ganz gut verkraftet. 3 Siege, 0 Niederlagen. Der ESPN Basketball Power Index, der hier die Siegwahrscheinlichkeit der Timberwolves auf 60% sieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie genau der sich zusammensetzt, aber dieses Spiel würde ich eher auf 50-50 sehen. Auf den Injury Report Listen für beide Mannschaften gibt es nichts Großartiges, was einen interessieren sollte. Jared Bayless ist jetzt nicht verkehrt, aber er wird ja wirklich mit einer bisher phänomenalen Saison von Derrick Rose sowieso in den Schatten gestellt und Jermichael Green ist jetzt auch nicht so der wichtige Spieler bei den Grizzlies. Es ist das erste Spiel dieser 4 Runden dauernden Serie zwischen den beiden Teams. Die Grizzlies sind eher bekannt durch den Defensivbasketball, spielen eine sehr, sehr langsame Pace und die Grizzlies, die sind eigentlich, Entschuldigung, die Timberwolves, ja, die spielen mal hopp, mal top, da ist bisher noch nicht wirklich was zu erkennen und ich bin gespannt, ob sich die Mannschaft finden wird oder ob es so weitergeht. Ziel muss definitiv die Playoffs sein und wenn das sich in den nächsten 2, 3 Wochen nicht in die Region bewegt, dann wird es auch ein bisschen dünn für Coach Thibodeau. Aber jetzt mal auf das Spiel gesehen, tendiere ich persönlich eher zu den Grizzlies und deshalb finde ich, also dieses Spiel ist für mich 50-50, einfach aufgrund des Heimvorteils von Minnesota, haben ein tolles Publikum, was sie immer anfeuert. Haben auch gerade einen Lauf und haben halt auch zu beweisen, dass sie es ohne Butler können. Trotzdem, die Grizzlies haben gegen die Warriors gewonnen, haben bei den Bucks gewonnen, haben die Jazz zweimal besiegt, also die können schon was. Und hier mit der Line plus 5,5, also das ist das auf jeden Fall, worauf ich setzen werde. Und wie gesagt, beginnt zur deutscher Zeit um 21:30 Uhr. Hier auch nochmal die letzten Spiele. Wie gesagt, 3 Siege auf Seiten der Timberwolves, 2 gegen. Man muss sogar sagen, hier bei den Kings gegen gute Gegner. Also da lässt sich jetzt keine so richtige Tendenz ableiten. Trotzdem, unser Tipp geht heute ganz klar. Grizzlies plus 5,5. Ein weiteres Spiel haben wir bei den Lakers versus Heat. Und ich hoffe, ich mache jetzt hier keine Copyright-Verletzung, wenn ich dieses kleine Video mal spiele. Das ist nämlich vom gestrigen Abend von Twitter. In der Garbage Time, 10 Sekunden, Stevenson, ja, eigentlich sollte nur noch zum Ende hin dribbeln. Das ist ja üblich, dass wenn man innerhalb der Shotclock ist am Ende und das Spiel entschieden ist, nichts mehr passiert. Der Kollege, er schaut auch, ob ihn keiner verteidigt und dann irgendwann zieht er mal ganz unauffällig zum Korb. Kann froh sein, dass er getroffen hat, sonst wäre es wahrscheinlich noch doppelt peinlich gewesen. Auf jeden Fall spielen die Lakers back-to-back jetzt in Miami bei den Heat. Nicht wirklich weiter Weg. Von Orlando müssten mit dem Auto so circa 2, 3 Stunden sein, mit dem Flieger natürlich weniger. James starke Saison, 8 Siege, 7 Niederlagen und die Heat stehen bei 6 und 9. Auch nicht wirklich heimstark mit 3 und 5.
sind tatsächlich hier Favorit, laut den Buchmachern. Aber auch hier würde ich eher mein Geld auf den Außenseiter bzw. auf das Auswärtsteam setzen, denn der Injury Report kann man eben auch heute, das Spiel beginnt um 12 Uhr, noch ganz gut live verfolgen. Magruder spielt eine gute Saison, aber wenn der Day-to-Day ist, genauso wie Goran Dragic, dann schwächt das Heat-Team schon sehr. Und selbst wenn diese zwei auflaufen, bei James Johnson und Dwayne Wade, haben wir schon ein definitives Out. Genauso auf Seiten der Lakers. Rajon Rondo hat sich die Hand gebrochen, wird 4 Wochen ausfallen. Guter Spieler, aber vielleicht ist es für das Teamgefüge der Lakers auch gar nicht so verkehrt, denn da kann dadurch Lonzo Ball sich einfach mehr konzentrieren und man muss nicht immer spekulieren, wer der bessere Starting Point Guard. Der Predictor sieht 43,4% auf Seiten der Lakers. Ich sehe eher 55%. Das heißt, ich denke schon, dass die Lakers das machen und nicht 2 Spiele in Folge verlieren. Die Heat, den letzten Spielen, waren sie 91 zu 99 gegen die Pacers hinten, gegen die Brooklyn Nets 120 gewonnen zu 107 und dann vor 3 Niederlagen gegen nochmal die Pacers, Wizards und 76ers. Und auf Seiten der Lakers stehen noch beeindruckende Siege gegen die Kings, gegen die Trailblazers und natürlich auch die Timberwolves. Da nochmal so eine Vintage-Performance von Derrick Rose. Also von daher, wer heute länger aufbleiben will, kann sich auch noch auf dieses Spiel freuen. Beide laufen übrigens auch auf The Zone, NBA League Pass oder was es dann eben noch so gibt. Auch eine positive Überraschung dieser Saison. Bisher die Orlando Magic haben einige namhaften Gegner geschlagen, spielen jetzt gegen die New York Knicks und können ihren Rekord endlich mal ins Positive kehren. 8 zu 8. Sieht ganz gut aus. Vucevic schon wie im letzten Jahr, eigentlich sowas wie der Stern auf Seiten der Magic. 20 Punkte, 11 Rebounds. Auf der Point Guard Position, da kriselt es ein bisschen. DJ Augustin ist jetzt nicht unbedingt der Playmaker, den man in seiner Starting 5 haben möchte. Aber auch auf Seiten der Knicks mit Nikitila ist ja nicht unbedingt das Goldene vom Ei da auf dem Feld. Ist ein Rookie mit viel Potenzial, aber bisher hat er noch nichts überzeugen können. Enes Kanter kommt mittlerweile von der Bank. Interessanter Spieler, immer für ein Double-Double gut. Auch der Top-Rebounder der Knicks und ja, in der Offensive stark, im Rebounden stark, in der Defensive könnte er noch ein bisschen besser sein. Tim Hardaway schießt, wenn er sobald den Ball hat und mit 23,4 Punkten auch der Topscorer. Bei den Knicks läuft es nicht. Nur eins der letzten 5 Spiele gewonnen und das ausgerechnet gegen die Hawks. Die Magic sind jetzt auf jeden Fall ein Team auf Augenhöhe, aber die kommen mit Rückenwind, Sieg gegen die Lakers. Kann man sich fragen, okay, Back-to-Back, allerdings ist zumindest das Back-to-Back jeweils daheim. Gibt es auch Schlimmeres und davor gegen die 76ers gewonnen. Hier am 11.11. die Knicks bereits mit plus 30 Punkten knapp geschlagen. Kann man jetzt von zwei Seiten sehen. Entweder wollen die Knicks Revanche und strengen sich doppelt und dreifach und vierfach an, oder aber die Magic wissen, dass sie die Knicks in trockenen Tüchern haben. Also prinzipiell würde ich hier auf die Magic gehen. Der Spread von 4,5 ist in Ordnung. Also ist gut gewählt. Wohler würde ich mich fühlen bei 2, 3 Punkten. Aber 5 Punkte gegen dieses wirklich strugglende Knicks-Team kann man schon mal machen. Trailblazers spielen bei den Wizards. Und wer hätte denn vor der Saison gedacht, dass die Trailblazers bei 15 Spielen mit 10 zu 5 dastehen? Und die Wizards genau das Gegenteil, 5 zu 10. Mit Sicherheit beide Teams eine Überraschung. Lillard knüpft da wieder an, wo letzte Saison aufgehört hat. Nurkic, einfach starker Spieler. Und auf Seiten der Wizards sind die Statistiken eigentlich ganz gut, aber wenn man mal 2, 3 Spiele von denen geschaut hat, die spielen schon extrem lethargisch, da scheint das Gefüge nicht zu funktionieren, die Defense stimmt nicht, keine Spielzüge, also mit diesem Spielermaterial müsste viel, viel mehr drin sein, aber das lassen sie bisher vermissen. Von daher gibt es auch hier für mich eigentlich keine zwei Meinungen, 60% finde ich hier genau richtig und minus 1,5, das ist eigentlich ein Spread, über den man sich freuen kann. Denn wie unwahrscheinlich ist, dass die Trailblazers, wenn sie gewinnen, nur mit einem Punkt das Ganze schaffen. Und von daher eine Quote von 1,9
ist doch ganz cool. Und wer hier ein bisschen mehr Risiko gehen möchte, kann auch auf 3, 4, 5 Punkte erhöhen. Gibt halt eine höhere Quote. Allerdings stehen halt die Wizards zu Recht zwar unten, aber nicht, wie gesagt, vom Spielermaterial. Also irgendwann wird es da wahrscheinlich auch mal klicken. 3 der letzten 5 Spiele gewonnen, allerdings nur gegen Teams, die jetzt nicht das, nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Und die Niederlagen mit Magic und Nets auch nicht unbedingt zwei Teams, von denen man sich fürchten sollte. Also hab bei den Wizards immer ein bisschen die Sorge, dass die dann irgendwann mal ihren positiven Outbreak haben. Hoffentlich nicht heute gegen die Trailblazers, denn hier werde ich ganz klar auf Damian Lillard und seinen Konsorten gehen. Abschließend, auch eigentlich zur relativ christlichen Uhrzeit mit 1 Uhr in der Nacht, reisen die Golden State Warriors zu den San Antonio Spurs. Die Spurs stehen ungefähr da, wo man sie hätten erwarten können, und die Warriors mit 12-5 gerade ein bisschen von Verletzungen oder internen Querelen gehandicapt. Draymond Green, habt ihr bestimmt alle mitbekommen, hat, soweit ich das richtig gelesen habe, auch eine längere Sperre, sollte also nicht dabei sein, gilt offiziell auch verletzt, hat irgendwas am großen Zeh oder so, so der klassische Ausweg, dann einen Spieler nicht einzusetzen. Steph Curry wird noch ein paar Wochen fehlen und bis dahin müssen natürlich Durant und Thompson das Team tragen, aber die haben natürlich auch die Klasse dafür, das stressfrei zu tun. Gestern Nacht allerdings gegen die Dallas Mavericks verloren, die jetzt 4 Siege in Folge haben und auch so nochmal anklopfen und Ambitionen haben auf die Playoffs, freut mich natürlich persönlich sehr. Und hier auf der Gegenseite Paul Gasol, der tut weh, dass er fehlt für die Spurs. Bertans relativ egal. Und was soll man sonst sagen? Der DeRozan spielt auf jeden Fall so oder sogar besser, wie man es hätte erwarten können. Aber was tippt man jetzt bei dem Spiel? Also Spurs 7 Niederlagen. Daheim relativ stark mit 5-2. Haben allerdings 4 der letzten 5 Spiele verloren. Gegen die Clippers, gegen die Suns, gegen die Kings und gegen die Heat. So gerade hier, das ist ein relativ knappes Spiel gewesen gegen die Clippers und die Clippers präsentieren sich wirklich gut, aber so eine hohe Niederlage gegen die Suns macht schon Sorgen und Niederlagen gegen Sacramento, auch wenn sie bisher eine der positiven Überraschungen sind, tun immer weh, also da weiß ich nicht genau, was ich von halten soll. Hier die Warriors haben in der Overtime gegen die Clippers verloren, gegen die Hawks standardgemäß gewonnen. Und danach gab es eigentlich eine heftige Niederlage gegen die Rockets und da hat es ja auch angefangen mit dem Streit zwischen Durant und Green und dann auch eine relativ überraschende Niederlage gegen die Mavericks. Allerdings waren da die Warriors wirklich lange vorne und am Ende im vierten Viertel, da hat eigentlich vieles auf Seiten der Mavs gepasst. Doncic überragend, aber auch Finney Smith mit guten Plays in der Offense. Maxi Kleber, unser Deutscher, mit tollen Defensivaktionen. Also das hat mich sehr gefreut für Dallas, aber ja, dann doch letztendlich überraschend, dass die Warriors hier verloren haben. Generell habe ich so für mich eine Taktik, wenn der Favorit eine halbwegs faire Quote hat, dann gehen wir einfach auf den. Und Warriors, egal wer da ausfällt, wird für mich immer der Favorit sein, auch gegen San Antonio. Von daher Warriors plus 3, plus 5 oder plus 6. Ist für mich hier der spannendste Tipp. Also ich fasse da einfach nochmal zusammen, zumindest darauf, worauf ich gehen werde. Grizzlies plus 5,5, Lakers auf reinen Sieg, Magic eher die Hand weg oder auf Magic, Trailblazers auf Portland oder Hände weg, da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht kann man sich auch hier jeweils ein kleines Kombi-Spielchen einbauen mit positiven Spreads sogar, um eine knappe Niederlage auch noch zu seinem eigenen Erfolg zu nutzen. Und Warriors Spurs, ich glaube nicht, dass die Warriors 3 Spiele in Folge gewinnen. Dafür ist das Team einfach zu stark und auch dann vielleicht zu ambitioniert. Wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, mittlerweile gibt es mich auch bei DraftKings. Da freue ich mich jetzt auch auf 21.30 Uhr, dann in dem Showdown Captain Mode hat man die Möglichkeit, auch auf ein einzelnes Spiel zu setzen. Und da sind wir doch mal
mit kleinen Beträgen zumindest dabei. Bin ja auch hier noch ein Ge Beginner. Ja, gibt es hier dann verschiedene Turniermöglichkeiten und irgendein Team. Ja, was machen wir denn? Irgendein Team werden wir dann ins Rennen schicken. Macht dann eigentlich auch nochmal doppelt und dreifach Spaß. Vielleicht hier so ein 3-Dollar-Double-Up-Turnier. Die ersten 10 gewinnen dann immerhin 6. Und ja, da hast du die Möglichkeit, eben aus diesen beiden Teams 8 Spieler zu verpflichten, und das mache ich jetzt und mache das aber alleine, damit das Video nicht zu lang wird. Was sind eure Tipps? Kommt auch in unsere Facebook-Gruppe, da können wir nochmal drüber reden. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Sonntagabend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.